Liebe Leute, wir sind zum Test des Tages von Hütte Winter. Heute die Türmatte vom Markkauf für nur 2,99 €. Preis-Leistung, sehr gut, plus plus. Der Firma Laco Kokosfärberei aus Lammheim, Deutschland. Aus Deutschland. Und das ist sie da. Man ist immer weit. Das ist das Teil. Moment, ist immer weit. Und hier was darüber. Also liebe Leute, heute habe ich hier diese Türmatte gekauft. Ich glaube 50 x 40 cm. Und für vom Markkauf, die haben noch so einen Stapel, die haben, das ist die kleinste, die haben noch doppelt so große und doppelt so große. Und die kostet echt nur 3 Euro. Beim Netto oder Lidl gab es diese letzte Woche auch für 6 Euro, 5,99 € und die kosten nur 2,99 €. Und ich habe schon mal letztes Jahr ein Video gemacht, die habe ich gekauft. Ich glaube auch für 6 Euro. Das ist meine. Und die habe ich gekauft, weil ich eine Katze betreue. Und dann, weil die jetzt draußen ist, weil die nicht mehr drin ist, braucht die Katze nicht mehr. Und habe ich jetzt sauber gemacht. Und dann kommt das dann draußen als Hundehütte und das kommt unten rein, da kannst du drauf liegen, dann ist nicht so kalt dann. Ich hoffe, dass es annimmt, dass sie darauf schläft im Winter. Ob sie da reingeht, weiß ich nicht. Ich hoffe. Ich wollte eigentlich eine Gebrauchte irgendwie da reintun. Hat sie auch schon mitgenommen und da war ich beim Markkauf und habe das gesehen, dass die 6 Euro für eine Katze wäre mir zu teuer gewesen, aber 3 Euro, das kann ich wohl investieren da. Und dann habe ich mir eine neue geholt. Die ist hier unten aus so Kunststoff, Kunststoffleder irgendwie, ziemlich stabil. Und ich hatte, meine hatte ich mal gesehen beim Nachbarn, so eine ähnliche, ein, zwei Jahre, und dann habe ich die gesehen im Lidl und dann habe ich die sofort geholt. Sieht echt stylisch aus. Bücher bleibt unten liegen. Super Matte. Und sonst gibt es die auch, wenn die Markkauf nicht mehr gibt, die ist eine Aktionsware in Markkauf. Beim Omi gibt es die auch für 5 Euro. Gibt es solche Matten. Günstiger als im Lidl oder Netto da im Omi. So, das war. Der Tipp, der Test des Tages und Tipp des Tages, die Fußmatte vom Markkauf oder wenn ihr wollt vom Obi, da haben die immer im Baumarkt, 5, 6 Euro, sogar jetzt 5 Euro, ganz normaler Preis beim Obi und die ist echt gut, nur 2,99 € und eine deutsche Kokosfärberei aus Lampenheim, die stellen die sogar her, ich dachte aus China, aber sogar eine deutsche Ware, dann bin ich staunen. Nicht schlechter. Kann man nur empfehlen. Super Teil, sieht sauber aus, sieht edel aus. Für die Tür da. Macht sofort einen guten Eindruck. Okay, Zuckerbit abonnieren.